Da drüben ist doch ein. Ahahaha, meins. Ah, kann man nicht aufmachen. Ja. Hä? Okay, dann müssen wir jetzt erstmal mit den. Ach, mit ihr sollen wir jetzt reden. Die ist aber so hässlich. Mit ihm. Ach, mein Gott. Oh, du gehörst wohl zu Jora. Ich habe gehört, was geschehen ist. Ich handle mit Waffen, wenn dich so etwas interessiert. Ja, wie jeden Junge. Welche Art von Waffen? Im Grunde baue ich Relikte der alten Welt nach oder repariere sie. Obwohl mein Werkzeug momentan in ziemlich traurigem Zustand ist, muss ich sagen. Wenn das Wartungsgerät in der Werkzeugkiste da wieder funktionierte, könnte ich wieder Waffen reparieren und verkaufen. Ja. Das sieht wirklich ziemlich hinüber aus. In der Tat. Und wie du dir vielleicht denken kannst, bin ich für seine delikate Reparatur nicht gemacht. Ja, von mir aus. Im Ernst? Das wäre eine große Hilfe. Sieht aus, als wäre das Wartungsgerät durchgebrannt. Es muss Überlastes haben. Ich schätze, 4 komplexe Apparaturen dürfen für die Reparatur reichen. Irgendeine Idee, wo ich komplexe Apparaturen finde? Es heißt, in der Ruinenstadt gäbe es welche. Allerdings soll es da auch vor aggressiven Maschinen nur so wimmeln. Ha! Als ob uns das jucken würde. Paar Maschinchen, hallo? Wir sind 2B. Ja. Verwechsel immer, ich will immer 2S sagen, aber er da ist S. Da, unser kleiner Trottel hier. Ah, Trottel? Wo bin ich? Wo bin ich, Trottel? So. Ah, gehörst du zur Jocha-Einheit? Was ich auf dem Kopf trage? Das ist eine auf meinem Kopf platzierte elektromagnetische Absperrvorrichtung, die alle unnötigen Informationen dieser Welt abblockt. Die hat einen Adblocker auf dem Kopf. Die hat einen fucking Adblocker auf dem Kopf, ja? Yeah? Nicht? Haha! Und? Was ist dein Anliegen? Bekümmert dich etwas? Wie spaltet man? Wissen wir, was ein Zugriffspunkt? Wissen wir, oh, was bedeutet es zu sterben? Sehr wichtige Info. Eine sehr philosophische Frage. Nachdem ein Jora-Körper zerstört wurde, werden nur die gespeicherten Daten in einen Körper transferiert. Gegenstände werden nicht übertragen. Plug-in-Chips müssen nach dem Tod aus dem früheren Körper geborgen werden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das heißt, wenn wir sterben, müssen wir unseren fucking Körper wiederholen. What the fuck? Stirbt man erneut vor dem Einsammeln, gehen alle Plug-in-Chips verloren. Also Vorsicht. Oh oh. Das heißt, wir haben praktisch nur einen, eine Leiche, und die wird ersetzt beim nächsten Sterben. Oh, diese Musik ist so genial. Das ist so krass. Also, ich weiß ja nicht, wie es euch geht beim Gelaber, aber ich habe das hier voller Pulle aufgedreht. Kurzum, du solltest so schnell wie möglich zu deinem früheren Körper zurückkehren, ihr Gettler. Und was ist dein Anliegen? Bekümmert dich etwas? Wo soll ich jetzt hingehen? Ich leide am Motion Sickness. Das Spiel ist zu schwer. Das Spiel ist zu schwer. Guck mal, was es sagt. Der Schwierigkeitsgrad des Spiels kann jederzeit im Systemmenü verändert werden. Je nach Schwierigkeitsgrad ändert sich das Spiel. Probier es einfach mal aus. Auf Leicht sind die Gegner schwächer und Autochips sind verfügbar. Mit werden automatische Angriffe und automatische Ausweichen aktiviert. Auf Normal ist alles normal. Ja. Auf Schwer werden die Gegner stärker und die Zielerfassung kann nicht verwendet werden. Okay. Auf Sehr Schwer ist nicht nur die Zielerfassung deaktiviert, sondern die Gegner besitzen auch eine unglaublich hohe Angriffskraft. Jemand bei klarem Verstand meidet diese Schwierigkeit. Nur todesmutige Draufgänger würden diese wählen. Und ey, nur mal so unter uns. Wenn du die
Was, wenn du unter Info Tutorials wählst, erfährst du vielleicht ein paar Dinge, die du noch nie wusstest. Du kannst ja mal reinschauen, wenn du dich zu Tode langweilst. Ja, geht klar. Also nie. Okay, können wir fahren, wohin sollen. Wenn du dich bewegst, sollte unten rechts die Minikarte angezeigt werden. Die darin befindlichen Symbole rot zeigen dir die Orte, zu denen du gehen solltest. Wenn du die rote Markierung folgst, kommst du auf jeden Fall weiter. Und was ist dein Anliegen? Ne, jetzt haben wir keins mehr. Habe keine Sorgen. Das war ein lustiger Plausch. Komm mal wieder vorbei. Nee. So, jetzt haben wir kein rotes Symbol mehr, aber wir können dem Waffenhändler und wem noch? Dem Shop-Kollegen können wir helfen. Will im Auto fahren. Hallo? Oh, und ich will ein Tier reiten. Besten so ein. Wir haben doch vorhin einen Hirsch gesehen. Hirsch und Wildschweine. Gucken, wie spät das ist. Oh, schon wieder. Ich habe heute. Ich habe viel Zeit, aber ich muss zwischendurch nochmal weg. Was? Zugriffspunkt. Überall in der Spielwelt findest du clever getarnte Zugriffspunkte, die für Folgendes genutzt werden können. Freischalten von Kartendaten, freischalten einen Speicherbereich, einen weiteren Bereich auf der Karte, wo du deinen Spielstand. Wenn du Zugriffspunkte findest, die am Feind angegriffen werden, musst du sie besiegen, um Terminal zu reaktivieren. Ja, das haben wir schon getan, liebes Spiel. So, wenn wir nach links gehen, hatte. Ich finde das jetzt nicht so schade. Oh, Telefon! Does that question have anything to do with our operation? Not really. I just figured it might feel nice to have some good weather. Feeling nice has no bearing on completing missions. That is so like you, 2B. Anyway, talk to you later. Das hat jetzt keiner gehört. Okay. Was mir aufgefallen ist bis jetzt, alle anderen Androiden, oder so ziemlich alle, zeigen Spuren von Emotionen. Auch wir, also 2B, aber sie weigert sich, diese Emotion zuzulassen. Ein roter Kreis. War auch schneller auf die Karte eigentlich. Ich weiß es nicht. Hier will ich nicht hin. Wo bin ich? Ruinstadt, Nähe Fabrik. Immer noch nie. Achso, das sind die, die wir schon freigeschaltet haben, oder? Aber wie finden wir denn jetzt das Zeug, was die Kollegen haben wollen? Aufgaben. Aktive Aufgaben. Die Bitte des Händlers. Achso, er will plus 2 haben. Die Objektjob-Widerstandslage hat er wegen einer Maschinenfehler war mehr. Der Inhaber hat ein kaputtes Bein, weshalb ne. Aber ich kann nicht sehen, wohin müssen, oder? Der Waffenhändler Widerstandslage kann seine Waffen, bla bla. Kompliziertes Gerät. Mordesgerät kaputt, Geld können Materialien aus dem Zentrum der Ruinstadt reguliert werden. Allerdings treiben sich die Maschinenwesen, die irgendwann den Portal angreifen. Zentrum. Nein. Ja, aber wo ist jetzt Zentrum? Ist irgendwo markiert? Ruinstadt Mitte. Ja, Mitte müsste doch Zentrum sein, ne? Nein, mach mal. Können wir die eigene Markierung entfernen? Wo ist denn unsere eigene Markierung von vorhin? Hier. Markieren. Aha. Das heißt, wir wollen jetzt in Ruinstadt Mitte.
So, weiter geht's. Haben wir jetzt das Zentrum Mitte markiert? Ich hab's schon wieder vergessen. Nee. War das Zentrum Mitte? Eigene Markierung. Mach doch mal weg. Ruhestadt Mitte, doch, ja. So, Minimap. Hier ist ein roter Kreis. Wir laufen jetzt mal. Einfach blöd in den roten Kreis rein. Was bist du? Oh, hallo, Kollege. Die sehen so cool aus. Oh nein, mach nicht sowas. Lass doch die Kumpel in Ruhe hier. Ey, was zum Einsammeln, 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 Einsammeln. Meins. Kleines Zahnrad erhalten. Ja. Ach so, das sind die. Ah, jetzt weiß ich, warum das rot ist. Ach, ich bin doch bescheuert. Das ist rot. Mäh. Idiot, da die Fresse. Man, these chores are a real pain in the butt, huh? The resistance is a valuable ally to Yorha. By helping them, we also help ourselves. So no, I don't think they're a pain. Genau. Keine Plage. Oh, voll Spacken. Wir werden das mit dem Reiten dann. Nee, neben dem Reiten, das probieren wir in der nächsten Aufnahme aus. Was auch noch heute sein wird, muss ich gleich mal so dazu sagen. Da hinten liegt wieder was. Hier waren doch gerade Gegner auf der Map. Achso, so können wir ja rennen. Aber die scheinen hier irgendwo drin zu sein. Das heißt, wir holen schnell das, was da hinten in der Ecke liegt. Na, zack, 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 komm, lauf! Weiß gefeiert, sehr geil. Oh, diese Musik, ey. Übel. Ich hoffe wirklich ernsthaft, dass der, dass der Osttrack, also die CD zum Spiel, der noch mit rauskommt. In Japan ist sie verfügbar. Bei uns aktuell nicht. Gibt die Möglichkeit, sie als Import zu kaufen, aber na, ich hätte schon ganz gern das richtig. Was war das? Ah, un! Level 1 liegt hier. Das heißt das Level 1? Weil die sehen anders aus als wir. Wir looten den. So, Geld 20. Botten plus 1. Niederangriff 1. Bewegungstempo plus 1. Oh ja. Yeah. Wir sollten hier mal speichern. Wenn wir hier schon speichern dürfen. So, weiter geht's. Wir müssen noch den anderen. In dem anderen Gebiet suchen praktisch. Mehr durch? Nee. Oh, da gibt's was. Wir brauchen alles. Wir haben so wenig Zeug im Moment. Ah ja. Die mal an so einem blöden Busch hängen bleibt, die Eule.
Ah, Leute. Wer designt denn sowas? Ehrlich. Hui. Heule. Meins? Jetzt sind wir vorhin schon mal lang gelaufen. Die haben wir vor uns auch schon mal platt gemacht. Wir uns sparen können, wenn wir es jetzt nochmal machen. Das ist der Platz, den der Weapons-Trainer gesprochen hat. Uh-oh. Ich picke up hostile machine lifeforms. Wirklich? Die stehen direkt vor uns. Oh mein Gott. Sind nur zwei? War das nicht von uns drei? So. Effekte Schaltkreis, ey. So, wir brauchen noch, glaube ich, vier was, ne? Au! Alter. Das hast du jetzt nie gemacht. Au! Was eine lange Kill-Animation. Aber es sah cool aus. Also bis auf die Frame-Drops natürlich, ne? Ich weiß nicht, ob das im Video bzw. im Stream genauso übel rüberkommt. Weil die Frames droppen hier in dem Spiel echt übel, teilweise. Wenn wir jetzt nur 44 FPS permanent gerade. Also. Und ich kann leider sag schon. CPU-Auslastung gerade nicht sehen. Ich will aber auch nicht auf dem Desktop jetzt. Komm schon, hier lief doch vor uns noch so ein dicker Kumpel rum. Wo ist er denn? Da haben wir nur nicht alles aufgesammelt. Ah, hier liegt noch was, ja. Was kompliziertes Gerät halten. Bitte, das sag mir, das ist 2 von 4. Okay. War da vor uns gerade noch einer? Ist er abgehauen? Der Kollege? Komm hier hoch. Hey, da liegt was. Kupfererz, ja! Das nenne ich mal einen Baum. Boah, Stufe 7. So, immer kleiner. So, einmal Gelumbe einsammeln. Effekte Schlüssel erhalten. Hä? Wer bist du? Leonin Shippikoto. Reparieren. Leonin, du darfst mitkommen. Ja.
cool. Ich finde diese Mechanik mit den anderen Spielern, die an der Welt rumliegen, echt cool. Gefällt mir wirklich sehr. Ist hier unten was? Jawohl. Ich würde gerne auf einer anderen Taste rennen. Nur so. Hä? Achso. War gerade schwer verwirrt. Kiste! Großes G-Glück erhalten. Drüben gibt's nichts, also ab nach unten. Wir wollten eigentlich zur Zentrum-Mitte, ne? Das rennen wir ja schon wieder in der Welt rum. Ah, ist auch einfach so hübsch. Mir rausnehmen. Da unten ist was. Da unten ist was. Wir sind aber von da drüben ins Haus, ne? Das heißt, wir müssten eigentlich weiter runter. Ja, mit runter war ja nicht viel, aber lag hier was in der Ecke? Nein. Das heißt, wir müssen noch mal ein hoch. Und wieder über den Baum. Wo ist er? Na, weiter hoch? Nein. Neue Stufe 6. Jawohl. Wir wollen hier runter. Oh, ey, ich hab's gesehen. Danke. Kristall. Jawohl. Hier ist die Mitte. Nee, will ich jetzt eigentlich nicht runter. Bleib doch mal hier, Junge. Aber wo ist... Hä? Oh nein. Ey, wo kommst du denn her? Ich hab Zeit. Haben wir nicht jemanden repariert? Wo ist der? Ist egal. Meins? Den haben wir schon mal freigeschalten. Wir müssen noch ein paar Gegner. Wir müssen bestimmt leider mal in den roten Kreis. Hey, Kollege! Stufe 9. Okay, die waren für uns nicht so hoch gelevelt. Also ist es durchaus denkbar, ich muss jetzt das Ding davon einsammeln, hilft nicht. Ist es also durchaus denkbar, dass die Gegner sich unserem Level anpassen, so ein bisschen? Hä? Ja. Baumsaat, ja, die brauchen wir. Ich glaube, die Dinger zum Einsammeln, die spawnen jedes Mal neu, wenn wir weit genug weg waren. Wäre ja nicht so verkehrt, ne? Ja, wir gehen jetzt noch das Zeug vom Händler holen und dann muss ich erstmal weg. Ja, sobald ich wieder da bin, geht's gleich weiter. Alter, geil.
Oh, bin so vollgefressen immer noch. Sammeln! Meins! So, gehen wir wieder in die Stadt. Lang, da müssen wir lang. So, ne, wir müssen ja hier rum. Da ging's ja nicht durch, ne? Ja, Eule, fliegen da über so einen scheiß Busch, weißt du? Ah, diese Musik. Geht's ja irgendwo zwischen die Bäume? Jawohl! Jawohl! Komm schon. Ah, hier liegt das doch. Und da vor uns übersehen? Das echt übersehen? Also, wir. Nicht ich. Wir alle. Bitte des Waffenhändlers. Ja, Idiot, Alter. Können wir denn eigentlich sagen, dass er sterben soll? Na egal, lass mal erstmal. So. Also ab in die Base. Da muss ich noch die Selbstzerstörung testen. Ganz wichtig. Und dann werden wir eine kurze Pause machen. So, höchstens 2 Stündchen. Dann bin ich auch schon wieder da. Will unbedingt weiterspielen. Wir können mal gucken, ob wir fischen können hier. Oh, sehr nice. Er hat gerade was geblinkert. Wenn ihr, muss es da irgendwo? Muss der Lauf vom Wasser weitergehen? Oh, hallo? Bernstein! Brauchen wir auch. Sehr gut. Ah, hier geht's weiter mit dem Wasser. Ich weiß nicht, ob da was passiert. Werfen wir einfach mal die Angel, also die Angel, unserem Pott, dahin. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Time to die, spielt Half-Life 2. Hä? Der war doch gerade im Wasser. Mal vielleicht da, wo es ein bisschen tiefer ist. Och, Eule, dein Kleid ist nass und du hast einen Grafikfehler unterm Arsch. Wieso? Toll. Nee, ist das ein Grafik? Nee, die lehnt sich doch auf irgendwas. Ist doch wie so eine Art. Hä? Hä? Ich bin schwer verwirrt. Kein Grafikfehler, das scheint. Was macht der Bot? Was macht er? Ich glaube nicht, dass hier was passiert. Report. Fair complete. Sehr mysteriös. Sehr mysteriös. Hey, hallo. Meins? Eisenerz.
Na gut, wir testen kurz die Selbstzerstörung. So, wir können ja hier überall speichern. Das heißt, wenn ich die vor uns richtig verstanden habe, wenn wir jetzt hier sterben, müssen wir uns dann wieder looten können. Hä? Wirklich? Oh mein Gott. Wie laden wir? Die Speichernfunktion hat, die Selbstzerstörung hat also nur einen Zweck. Der Rock ist weg. Ja. Sehr spitze. So, wir haben ja das Gelumbe gefunden. So, wir haben das Gelumbe für den Waffenhändler und für den normalen Händler. Das heißt, ich mache jetzt eine winzige Pause. So, ich nehme an, so Stunde, vielleicht 2 Stunden höchstens, dann bin ich wieder da. Dann wird es auch direkt weitergehen.